Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Der Ministerrat hat sich heute wieder mit den Folgen der Corona-Pandemie befasst. Über die Beschlüsse informieren Sie Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Arbeitsministerin Carolina Trautner, Kultusminister Professor Dr. Michael Piazzolo und Staatskanzleichef Dr. Florian Herrmann. Herr Ministerpräsident, bitte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute Kabinettssitzung gehabt und haben über die Umsetzung beratende Beschlüsse, die wir gestern auf der Ministerpräsidentenkonferenz getroffen haben. Und ich darf sagen, wir haben heute noch einmütiger als letzte Woche auch den Ernst der Lage nicht nur erfasst, sondern auch entsprechend umgesetzt. Auch dafür im Voraus schon mal herzliches Dankeschön für die einstimmigen Beschlüsse. Ich habe es gestern gesagt, ich sage es wieder, Corona ist außer Kontrolle. Die Zahlen, die in Deutschland sind, sind mehr als besorgniserregend. Wir sind wieder im exponentiellen Wachstum. Bayern hat heute auch wieder Zahlen zugelegt. Wir befinden uns jetzt bei einer Inzidenz von 203. Das ist Platz 3 in Deutschland, aber wir sind da nicht allein. In Gesamtdeutschland steigen die Zahlen. Während es noch vor einigen Wochen die Hoffnung gab, dass es von Nord nach Süd sinkt, steigt es jetzt wieder von Süd nach Nord. Selbst Länder, die kaum etwas hatten, noch vor 2 Wochen, sind jetzt bei einer Inzidenz von 90 zum Teil. Das heißt, es wächst überall und ist für alle eine große Herausforderung. Und klar sein muss jedem, dass es sicher die nächsten 10 Tage noch deutlich wachsen wird. Denn wir wissen epidemiologisch, dass jede Maßnahme, die wir trifft, grundlegend erst 10 Tage später frühestens zu wirken beginnt. Das heißt, wir können uns auf schon noch sehr herausfordernde Ferien und Weihnachtsferien dann auch entsprechend einstellen. Die Zahl der Infektionen nimmt zu, aber die Zahl der Todesfälle ganz besonders. Es bleibt, ich weiß, ich sage es immer wieder, aber es bedrückt mich wirklich, wenn man die Zahl der Todesfälle anschaut. Circa alle 3 Minuten stirbt jemand in Deutschland. In Bayern sind es im Moment circa 18 Minuten, in denen ein Mensch in Bayern stirbt. Dies alles lässt uns nicht kalt, sondern im Gegenteil spornt uns an, verpflichtet uns, Maßnahmen zu treffen. Die Vorstufe ist auch extrem belastet. Das sind die Krankenhäuser, sie ächzen unter der Last, es wird täglich mehr. Würden wir jetzt nicht handeln, würden wir nicht entscheiden, dann wäre ein absolutes Volllaufen der Krankenhäuser über Weihnachten, Neujahr nicht nur zu erwarten, sondern schwer zu befürchten. Wir erleben jetzt bereits, dass wir in Krankenhäusern Operationen verschieben, dass sie verlegt werden, dass Patienten woanders hingeschickt werden. Gerade in den Großstädten ist das zum Teil der Fall. Deswegen ist es entscheidend, dass wir nicht nur reden über die Beschwerlichkeit für Bequemlichkeit, sondern dass wir auch da den Respekt zeugen vor den Menschen, die krank sind, aber auch den Respekt vor denen, die in den Krankenhäusern um das Leben der Menschen und deren Genesung kämpfen. Wir haben jetzt einen grundlegenden Lockdown beschlossen, in Deutschland wie in Bayern, der ab Mittwoch gelten wird. Ich weiß, einige klagen darüber, aber ich glaube, die Mehrzahl ist erleichtert darüber. Erleichtert, dass wir eine grundlegende Entscheidung treffen, und zwar einheitlich in Deutschland. Keine halben Sachen, eine klare Linie, die vorgegeben wird. Wir handeln besonnen und konsequent. Es gab auch den einen anderen, der der Auffassung war, hätte man das nicht schon heute machen können? Ich hätte da mitgemacht. Aber abgesehen davon, dass es nochmal wichtig ist, das Parlament zu beteiligen, auch das hätte in Bayern schneller gehen können, zum Beispiel heute, gibt es in einigen Bundesländern nicht die Möglichkeit, das zu tun. Also war uns wichtig, einheitlich zu handeln. Aber ich sage auch nochmal, weil Herr Piazzolo und Nina Trautner heute auch dabei sind, gerade für die Eltern ist es schon wichtig, eine verlässliche Perspektive zu entwickeln, was Betreuung betrifft. Darum glaube ich, ist der Mittwoch vertretbar. Deswegen jetzt am Mittwoch der Lockdown, überall mit klarem Kurs, der gemacht werden soll. Es ist auch wichtig, dass wir all diese Ausnahmedebatten beenden der letzten Wochen und Monate. Wo ist noch eine Ausnahme, wo ist noch ein Schlupfloch? Sondern unser gemeinsames Bemühen in den Vordergrund stellen, jetzt die Sache wirklich ernst zu nehmen und anzunehmen und die Zahlen und Kontakte zu reduzieren. Wir fahren runter, wir reduzieren die Kontakte weit über das hinaus, was der Lockdown light war. Die bisherigen Beschlüsse gelten dann bis 10. Januar. Ich sage Ihnen aber sehr offen, ob der 10. Januar das Enddatum ist, kann keiner versprechen. Das wird sehr von uns allen abhängen. Ich bin da wirklich lieber ehrlich, anstatt jetzt ein falsches Versprechen oder einen falschen Optimismus zu zeigen. Wir glauben, dass die Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, eine Wirkung haben, ob sie ausreichen, auf die Inzidenz zu kommen, die dazu führt, dass das Ganze wieder kontrollierbar ist und beherrschbar ist, dass die Gesundheitsämter auch wirklich tatsächlich die Aufgabe erfüllen können. Das wird man entscheiden können. Es gibt eine Ministerpräsidentenkonferenz am 5. Januar. Da wird dann beraten, wie es weitergehen soll. Ich würde mal sagen, ich glaube noch nicht, dass am 10. Januar alles vorbei ist. Das sage ich ausdrücklich. Wie es aber weitergeht, kann man heute
noch nicht sagen. Wie gehen wir jetzt vor? Was ist unser klares Ziel, wie wir herangehen wollen? Wir haben es heute nochmal beraten, eindeutig. Also das Motto heißt ab Mittwoch noch mehr als bislang daheim bleiben, Kontakte runter, nur aus einem triftigen Grund das Haus verlassen. Dies ist nicht nur so dahingesagt, es ist auch genau so gemeint. Zu Hause bleiben. Die Jahreszeit, die Weihnachtszeit, Neujahrszeit sind die beste Gelegenheit, in Bayern sagt man die Startezeit, um genau diesen Anspruch wahrzunehmen. Eine bessere Zeit kommt nicht mehr. Früher war das übrigens herausfordernd, da war dann schon schönes Wetter. Das Frühjahr ging fast ein bisschen hinein von März auf April, das ist diesmal anders. Es ist wirklich eine ernste Zeit und eine Zeit, in der jeder einen Beitrag leisten kann. Wir haben es heute umgesetzt, den MPK-Beschluss. Bei uns sind erstens auch alle Geschäfte zu, alle Geschäfte. Dienstleistungen, die Ausnahmen kennen Sie, die wir definiert haben, alltäglicher Lebensbereich oder bestimmte medizinische Leistungen. Es gibt als Ausgleich ein Überbrückungsgeld. Hubert Aiwanger wird es dann nochmal aus seiner Sicht erläutern. Das ist, glaube ich, ein gutes Argument, ist zusätzliche steuerliche Maßnahmen für den Einzelhandel, insbesondere was Waren betrifft, damit die dann steuerlich verrechnet werden können, sodass es hier eine sehr, glaube ich, belastbare Grundlage gibt. Wir haben gestern auch mal darüber geredet, dass die Verfahren beschleunigt werden und dass dann am Ende auch die Leute schnell zu dem Geld kommen. Ich weise aber darauf hin, kein Land zahlt so viel Ausgleich wie Deutschland. Ob November, Dezember oder jetzt, in den meisten Ländern gibt es nur relativ geringen Ausgleich. Deswegen soll bei aller Sorge und allem Verständnis um diese Sorge immer auch berücksichtigt werden, dass Deutschland besser und fairer entschädigt als alle anderen. Zu den Innenstädten gehört auch dazu, dass das Alkoholverbot gilt im öffentlichen Raum, Alkoholkonsumverbot im öffentlichen Raum, nicht nur auf ein paar Plätzen, sondern überall. Sie wissen, wir hatten diese Diskussion um Glühwein, Glühweinhopping, die ist dann aus Innenstadt sich in die Vorstädte verlagert. Klare Regelung, kein Schlupfloch. Dann ab Mittwoch sind Schulen und Kita zu in Bayern. Warum haben wir uns dafür entschieden? Nun, zum einen ist mal so, wir haben ja schon in der letzten Woche eine Reihe von Beschlüssen getroffen. Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass viele auch in den Bundesländern das auch so verstanden haben, nicht nur als Maßnahme von Bayern, sondern auch, dass es einen gewissen Diskussionsschub gegeben hat. Wobei wir das nicht tun, weil wir glauben, dass wir es besser wissen, sondern einfach, weil wir stärker betroffen sind. Übrigens kann die stärkere Betroffenheit, kann man auch sehen, wurde jetzt auch öfter schon dargestellt, nicht nur Frau Professor Protzer hat dieser Tage gesagt im Bayerischen Rundfunk, Bayern hatte die ganze Zeit den höchsten Sockel, der ist nie ganz runtergegangen. Sie hat auch noch mal dargestellt, was die Außengrenzen betrifft. Und heute läuft ja auch die Zahl der Bundesagentur. Wir haben auch mit Abstand die höchsten Grenzpendler mit 46.000 zum Vergleich. NRW hat weniger als die Hälfte nach den Zahlen der Bundesagentur. Und so stand es jedenfalls heute beim Bayerischen Rundfunk. Und Baden-Württemberg 26.000 oder Sachsen 20.000, was übrigens erklärt, dass auch in Sachsen höhere Inzidenz zu vermuten ist. Also, Schulen und Kitas zu. Was wir nicht machen, wie die einen anderen Bundesländer, die sagen, sie machen eine Ausnahme im Sinne von keine Schulpflicht mehr. Wir waren, Piazzolo und wir alle waren gemeinsam der Auffassung, das führt nur zu Chaos. Dann müssen Eltern entscheiden, wer kommt in die Schule, wer nicht. Wird eine Schulaufgabe, wer verpasst Unterricht, wer nicht. Das führt zu, finde ich auch nicht ganz richtig, dass man es den Eltern überträgt, die Verantwortung. Wir sagen, nein, da gibt es keine Ausnahme. Alle Klassen, alle Schulen sind zu. Es gibt keine Aufhebung der Schulpflicht, sondern das Wirrwarr wird klar geregelt. Es gibt keine Schule. Wo es möglich ist, wird dann Distanzlernen gemacht. Das wird Herr Piazzolo noch sagen, worauf wir uns da verständigt haben. Und es gibt überall auch Notbetreuung. Notbetreuung ist in der Schule wie in der Kita, wer es braucht. Also wir wollen, dass in beiden Fällen Notbetreuung da ist, wo es notwendig ist. Als Ausgleich, das wird die Woche nochmal vom Bund genau geklärt, gibt es auch einen Anspruch für Eltern, denen es nicht gelingt, eine Betreuung zu finden oder wo auch die Notbetreuung nicht möglich ist, dass es hier die Möglichkeit gibt, einen sogenannten bezahlten Urlaub zu machen und eine entsprechende teilweise Entschädigung zu bekommen. Dies wird die Woche nochmal mit dem Bund verhandelt. Das, denke ich, ist deswegen ein faires Angebot. Keine Schule, Distanzlernen, Ausgleichsanspruch und Notbetreuung. Ich denke, das ist so ein vertretbares Konzept für die nächsten Tage. Auch hier gilt der Grundsatz erstmal bis zum 10. Januar. Ich glaube allerdings auch nicht, dass ab dem 10. Januar jetzt einfach die Schule so einfach wieder in jeder Form weitergeht. Auch da werden wir uns noch mal genau überlegen, aber da ist noch Zeit, einfach um zu sehen, wie das Infektionsgeschehen ist und uns darauf vorzubereiten. Wir sind uns wirklich einer Meinung,
dass wir alles dafür tun würden, die Qualität der Bildungsabschlüsse zu erhalten. Das gilt zum Beispiel im Gymnasium für das letzte Schuljahr, aber auch die Q11. Da wird alles dafür getan, zu überlegen, wie können wir da den Leistungsdruck nicht erhöhen, sondern wie können wir auch hier das Stresslevel dann für alle Beteiligten senken. Dann zu den Kontakten noch einmal. Sie kennen unsere Kontaktbeschränkung, die bleibt dabei. 2 Haushalte, maximal 5 Personen. Die sind mit den Kindern unter 14 Jahren, wobei ich immer darauf hinweisen will, das gilt für die Kinder aus dem Haushalt und jetzt nicht für alle möglichen Treffen. Ist nochmal ganz wichtig. Dann, und das haben wir auch nochmal entschieden, da bedanke ich mich auch, dass alle mitmachen. Die Zahlen sind wirklich so dramatisch. Wir müssen gerade im privaten Bereich ja Kontakte reduzieren. Wir haben ja seit letzter Woche die Hotspots-Ausgangssperre, nachdem jetzt Bayern, wenn Sie so sehen wollen, nach der Definition generell ein Hotspot wäre und das die nächsten Tage auch, da sind wir sicher, weiter steigen wird aufgrund der Entwicklung, machen wir eine Ausgangssperre dann ab 21 Uhr für ganz Bayern bis 10. Januar. Auch wenn das mal dann wieder auf 199 ist, bleibt es, weil wir müssen jetzt einfach konsequent sein. Also jetzt ist die Zeit für ein bisschen und halb und gucken wir mal, bringt jetzt ehrlich gesagt nichts. Also jetzt machen wir es vernünftig und gehen den konsequenten Weg wie im Frühjahr. Der hilft, glaube ich, am meisten. Der gilt dann auch und der wird auch konsequent in der Zeit dann auch gemacht. Für Weihnachten ist es so, dass es ja, was die Kontaktbeschränkungen begibt, eine Erleichterung gibt. Wir haben da lange drüber geredet, was ist praxisnah und trotzdem vertretbar. Ich bin sehr froh, dass wir die 10-Personen-Regel reduziert haben. Die ist einfach vor allem aus 10 verschiedenen Haushalten, kann dann von einer Weihnachtsfeier zu einer Weihnachtsparty werden. Das ist aus meiner Hinsicht angesichts der Infektionszahl keine gute Idee. Jetzt bleibt der Grundsatz. Übrigens 5 Personen, 2 Haushalte ging auch. Das ist zum Beispiel das Angebot für den Single, also jemand, der ganz allein ist. Es gibt viele Menschen, die sind ganz allein, haben keine Verwandtschaft oder wollen sie die vielleicht nicht sehen. Auch das gibt es ja manchmal. Der hat dann eine Möglichkeit anzudocken an einen anderen Haushalt oder sich zu treffen. Ansonsten der Hausstand, ein normaler Hausstand, wenn der auch 4 Kinder hätte, 5 Kinder hätte, kein Problem. Der Hausstand ist bei sich, also wer zu Hause lebt mit seinen Kindern. Und dazu eben 4 Familienmitglieder, aber keine 4 Kumpels. Das ist ganz entscheidend. Das ist ein Fest der Familie und deswegen wird es an dem Tag auch so sein. Bei Gottesdiensten gibt es noch Gespräche, wird Florian Herrmann noch mal was dazu sagen, wie wir damit umgehen. Bei Silvester, auch da, Weihnachten als stilles Fest ist kein Problem, das ist gewünscht und gewollt. Silvester wird dieses Jahr still werden, deswegen eben kein Böller. Verkauf. Ich sage ausdrücklich dazu, Böller selber hat keine grundlegende pandemische Wirkung, aber die Begleitumstände. Und wir hatten mehrfach auch von unseren großen Krankenhäusern die Hinweise bekommen, wenn die normalen Böllerverletzungen dazukommen, denn nicht jeder ist da so geübt im Umgang mit dieser Art von Technik, dann wird es für die Krankenhäuser eine echte Zusatzbelastung. Deswegen hat man sich national wie bayerisch entschieden, dieses Verkaufsverbot an der Stelle zu machen. Wir glauben, dass das sinnvoll ist. Bei den Alten- und Pflegeheimen haben wir unsere Strategie von letzter Woche eigentlich nur bestätigt, haben es aber noch ergänzt und haben auch die Testpflicht für die mobilen Pflegedienste gemacht. Nicht nur für die Altenheime, sondern auch für die mobilen Pflegedienste, denn da besteht ja auch die Gefahr und die Möglichkeit einer entsprechenden Verbreitung. Wichtiger Punkt, den wir heute neu diskutiert haben, wo wir die Woche mit dem Bund nochmal dringend reden müssen, ist das Thema Reisen, Urlaubsreisen, sowohl Urlaub als auch Familienheimkehrer. Wenn wir etwas gelernt haben aus den Sommermonaten, war das eines der Zusatzrisiken. Also wenn Sie sich erinnern können, wir waren ja hier oft auch beieinander, haben auch gerade nach den Sommerferien in den Inzidenzen in Bayern, gab es sehr viele Einträge, sehr viele Familienheimkehrer aus Süd-Südosteuropa. Dies ist immer kein Vorwurf, ich sage das ausdrücklich, sondern es ist halt die Realität und deswegen muss man uns überlegen, wie man damit umgeht. Die jetzige Rechtslage ist bei Bundesebene so, dass es sozusagen eine Quarantänepflicht gibt und man kann sich da nach einer gewissen Zeit freitesten lassen. Wir wollen mit dem Bund mal reden, eine Testpflicht möglicherweise zu vereinbaren. Wir müssen das Thema Grenze und Urlaubsrückkehrer, sowohl die zurückfliegen, sehr ernst nehmen, als auch andere. Wir haben da ja sehr hohe Bußgelder in Bayern, wenn jemand gegen diese Regelung verstößt. Wir werden jetzt nochmal mit dem Bund Gespräche abwarten. Wir brauchen am besten eine nationale Regelung, denn ich mache mir große Sorgen. Also im Moment zum Beispiel hören wir von den Flughäfen, es war schon sehr viel ausgebucht. Ich gönne jedem seinen Urlaub, also bitte nicht falsch verstehen.
Aber wenn wir wieder Zusatzrisiken haben und hektische Sachen, dann bringt uns nichts. Wir werden das in dieser Woche diskutieren. Wir werden übrigens nächste Woche nochmal am Dienstag ein Kabinett machen extra, um auch noch alle weiteren Maßnahmen beraten und beschließen zu können. Und da wird das eines der wesentlichen Punkte sein. Letzter Punkt von meiner Seite. Natürlich gibt es Hoffnung. Hoffnung ist der Impfstoff. Die Impflogistik steht jetzt in Bayern, das kann man sagen. Danke auch an die Kommunen, das Gesundheitsministerium, dass das alles steht. Die Örtlichkeiten sind da, es sind auch die Ärzte sind verpflichtet darauf. Jetzt muss nur noch der Impfstoff kommen. Zu der Debatte um Impfstoff will ich nur eines anmerken. Natürlich wünschen wir uns alle so früh wie möglich. Aber es ist wichtig, damit es auch nicht wieder nur Verschwörungstheorien gibt. Ich habe heute Morgen wieder eine Verschwörungstheorie gesehen, die von, glaube ich, aus Teilen der AfD verbreitet wurde. Ein Bild, so hätten gestern die Ministerpräsidenten getagt. Das war vom letzten Jahr, wo wir uns gemeinschaftlich getroffen haben in der bayerischen Vertretung, wurde heute wieder versucht zu sagen, so würden wir Abstand halten. Ich kann nur sagen, ich finde das eines der vielen, vielen Fälle, wo man sich unwürdig erweist, denn Corona übrigens macht vor keinem von uns Halt, übrigens auch vor Skeptiker nicht. Deswegen wünsche ich auch jedem, auch wenn ein Skeptiker ist, wenn er Corona bekommt, dass er bald die Genesung hat. Aber man sieht, damit macht man einfach keinen Spaß. Und man versucht nicht ständig und immer wieder aufs Neue kleinstes parteitaktisches Kalkül daraus zu ziehen. Das nur am Rande. Aber beim Impfstoff sage ich so schnell wie möglich ja. Aber es muss. Und zwar sollte auch kein Druck gemacht werden auf Behörden. Ich finde, die zuständigen Zulassungsbehörden müssen nach ihrer Souveränität entscheiden, wann sie den Impfstoff für zulässig und sicher halten. Ansonsten entstehen wieder neue Verschwörungstheorien. Denn die eigentliche Problematik beim Impfen wird nicht sein, dass wir jetzt, wann wir anfangen zu impfen, sondern wie viele Menschen am Ende im Laufe der ganzen nächsten Monate sich überhaupt impfen lassen. Denn nur mit ganz wenigen wird die Wirkung des Impfstoffes leider nicht so erfüllt werden. Wie gesagt, diese Hoffnung ist da. Bis dahin braucht es aber noch eine Menge an Geduld und Disziplin und guten Nerven. Aber was, glaube ich, gut ist, und deswegen bin ich allen dankbar, die jetzt mitziehen, ist, dass es jetzt, sagen wir mal, für alle gilt. Und dass nicht Gruppe A oder Gruppe B oder dieser und jener besonders herausgenommen wird, es gilt für uns alle. Und wir haben jetzt einfach die Aufgabe, zu Weihnachten und Silvester mit großer Vernunft zu agieren. Ich glaube, dass die absolute Mehrzahl unserer Bürgerinnen und Bürger genau das so sieht. Ich bedanke mich da auch für die Unterstützung. Es tut uns leid, dass wir solche Maßnahmen treffen müssen. Es tut keiner aus Freude, aber wir tun es, weil wir müssen. Alles andere hätte erheblich größere Schäden zur Folge und würde längere und schwierigere Maßnahmen nach sich ziehen. Insofern hoffen wir einfach, dass wir da gemeinschaftlich Erfolg haben. Nochmal vielen Dank an die Koalition und an die Bürgerinnen und Bürger fürs Mitmachen. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind aufgrund der steigenden Infektionszahlen und der zunehmenden Belegungen in den Krankenhäusern ja jetzt auch gezwungen worden, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Wir haben eine deutliche Steigerung auch in den Intensivbettbelegungen, mittlerweile bei rund 700. Wenn wir ein paar Wochen zurückgehen, waren wir bei 100, dann bei 200 und so weiter. Also die massiven Steigerungen haben jetzt dazu geführt, dass einfach der politische Druck größer geworden ist, auch von den Klinikleitungen mit der Bitte, bitte geht weitere Schritte, reduziert die Kontakte in der Bevölkerung weiter, um dieses Geschehen nicht ausufern zu lassen, sondern zurückzudrängen. Und ja, wir müssen jetzt Maßnahmen ergreifen, um ganz gezielt diese Kontaktmöglichkeiten zu reduzieren. Man weiß ja immer noch zu wenig, wo die Vielzahl der Fälle herkommen. Wir sehen im Bereich der Alten- und Krankenpflege, im Bereich der Krankenhäuser, ja, dass dort in den letzten Wochen und Monaten hohe Zahlen zu beklagen waren. Hier haben wir ja letzte Woche Abhilfe geschafft mit der Verschärfung der Maskenpflicht, dort mit den Corona-Tests. Und jetzt haben wir eben immer noch viele Fälle, die im öffentlichen Raum wohl passieren, die im privaten Raum wohl passieren und die dazu führen, dass wir jetzt genauer hinschauen, dass wir von den Schulen bis hin zum Handel hier Maßnahmen ergreifen, die natürlich sehr unpopulär sind, wenn wir jetzt kurz vor Weihnachten die Geschäfte schließen müssen. Gott sei Dank ist jetzt Montag und Dienstag noch offen, so dass eben die Menschen ihre nötigsten Weihnachtseinkäufe noch erledigen können und nicht am Ende ohne Weihnachtsgeschenk dastehen. Es sind ja weiterhin die Lebensmittelläden geöffnet und die größeren Versorger, wo eben neben den Lebensmitteln auch noch andere Produkte angeboten werden. Wir
machen es im Gegensatz zum Frühjahr nicht so, dass wir diesmal alle anderen Sortimente absperren und sagen, es dürfen nur Lebensmittel gekauft werden. Und wenn es da drinnen auch noch andere Dinge gibt, dann dürfen die nicht verkauft werden. Wir appellieren aber sehr dringlich und werden da auch kontrollieren, dass hier seitens der Einzelhändler auch fair vorgegangen wird, nicht, dass jetzt plötzlich in den größeren Lebensmittelgeschäften, die noch andere Sortimente haben, plötzlich ganze Galerien an Herrenmode oder sonstige Dinge verkauft wird, die ansonsten dem Fachhandel vorbehalten bleiben, aber dort nicht verkauft werden dürfen. Also hier bitte Appell an die Branche, jetzt fair zu bleiben. Und wir werden das auch kontrollieren, weil wir nicht wollen, dass hier die einen Wettbewerbsvorteile sich gegenüber den anderen raushandeln. Wir appellieren auch an den Einzelhandel, die Möglichkeiten zu nutzen, die wir anbieten mit dem Lieferservice, wirklich bestellte Ware dem Kunden an die Haustür zu bringen. Wieder ein Grund, auch die digitalen Möglichkeiten massiv auszuweiten. Wir sehen ja, dass die Online-Plattformen, die Online-Händler hier momentan ja die Geschäfte ihres Lebens machen. Wir gönnen das denen, aber es soll nicht zulasten des stationären Einzelhandels auf Dauer gehen. Die müssen jetzt dringend auch mit diesen Methoden nachrüsten und wo eben der Einkommenseinbruch trotzdem zu groß ist, sind jetzt diese Überbrückungshilfen des Bundes mit der Überbrückungshilfe 3 angesetzt, die nochmal ausgeweitet und verbessert wird, sodass neben der November- und Dezemberhilfe für die Branchen, die ja geschlossen sind, Hotellerie, Gastronomie, jetzt hinzukommen, auch bei ab 30% Umsatzeinbruch eine Entschädigung des Bundes. Gestaffelt, je nach Umsatzeinbruch, kann man auf den Seiten auch des Wirtschaftsministeriums nachlesen. Diese Dinge werden dann von prüfenden Dritten, von Steuerberatern und so weiter ausgearbeitet und als Antrag eingereicht. Es gibt jetzt für diese Überbrückungshilfe 3 auch die Möglichkeit einer Abschlagszahlung, vergleichbar zur November- und Dezemberhilfe, eben mit bis zu 5.000 € für die Solo-Selbstständigen, die ohne Antrag kommen, für die, wie es bei der November- und Dezemberhilfe ist, und hier jetzt bis zu 50.000 € für die größeren Betriebe. Genaueres steht auf unserer Seite, genaueres weiß dann der Steuerberater. Man versucht also weitestgehend diese Schäden, die jetzt im Handel vor allem eben auch entstehen, abzufangen. Es wird hier von einer Finanzsumme von 11 Milliarden Euro auf Bundesebene ausgegangen. Also eine ordentliche Stange Geld, die nötig ist, um dort zu vermeiden, dass es massive Strukturbrüche gibt und die auch die Akzeptanz für diese Maßnahmen ja unterstreichen sollen. Und wir stehen auch zu diesen Finanzhilfen. Und ich habe das auch im Vorfeld gesagt, bevor über weitere Schließungen diskutiert ja werden sollte und wir das hier auch mittragen, muss hier gewährleistet sein, dass diese Mittel auch fließen. Das ist so zugesagt. Wir hoffen, dass alles zeitnah genug auch funktioniert. Wir appellieren an die Betriebe der anderen Wirtschaftsbereiche, die nicht geschlossen sind, ihre Betriebsferien möglichst so auch zu nutzen, um auch hier ihren Beitrag zu leisten, Kontakte zu reduzieren, haben uns aber nicht entschieden, hier direkte Verbote auszusprechen, sondern viele Lieferketten müssen auch weiterlaufen und können jetzt nicht wochenlang stillgelegt werden. Wir haben auch dort keine größeren Hinweise auf Infektionsgeschehen. Trotzdem, womöglich, bitte mit Homeoffice und Betriebsferien hier darauf zu reagieren. Wir haben auch die Möglichkeit geschaffen, dass bei Gewerbemiet und Pachten hier die Störung der Geschäftsgrundlage ja gesehen wird und dann mit dem Vermieter auch entsprechende Vereinbarungen getroffen werden können. Heißt also, niemand soll jetzt pleite gehen, weil er kurzfristig seinen Umsatz nicht erwirtschaftet und damit seine Miete nicht bezahlen kann. Hier brauchen wir sinnvolle Lösungen. Wir appellieren auch an die Bürgerinnen und Bürger, wirklich diese Kontaktbeschränkungen ernst zu nehmen, sich auch mit besten Masken auszurüsten. Sie kennen meine Meinung dazu, dass wir jetzt, wo sie denn jetzt vorhanden sind, vermehrt auf die FFP2-Masken setzen müssen. Wir haben die mittlerweile in den Krankenhäusern Alten- und Krankenpflege vorgeschrieben. Und es ist der dringende Appell an die Bürger, sich vor allem damit auch selber besser zu schützen, weil man eben mit dem üblichen Mund-Nasen-Schutz mehr das Gegenüber schützt.
weniger sich selber vor dem Einatmen von Aerosolen und durch gute Masken ist dieser Schutz deutlich verbessert. Das ist eine Chance, einfach diese Zahlen weiter runter zu kriegen und sollte bitte jeder aus seinem eigenen Antrieb anwenden. Wir freuen uns darüber, dass andere Wirtschaftsbereiche momentan weiterhin gut laufen, dass Handwerk, dass auch die Exportindustrie teilweise sogar schon wieder bessere Zahlen hat, als sie vor der Corona-Pandemie hatten. Teilweise kaum zu glauben, dass wir hier so diese Spaltung im Wirtschaftsbereich sehen. Heißt also, die Wirtschaft auch in Bayern ist im Kern weiterhin gesund. Wir haben weiterhin keine massiven Steigerungen im Bereich der Arbeitslosigkeit, weiterhin unter 4%. Kurzarbeit noch relativ niedrig, wird aber jetzt natürlich mit diesen Maßnahmen wieder etwas steigen. Aber trotzdem im Großen und Ganzen ist die bayerische Wirtschaft momentan mit guten Zahlen unterwegs, was viel manche ja kaum glauben und sagen, ja, das glaubt ihr doch selber nicht, aber doch, die Zahlen zeigen es. Aber eben diese Branchen sind jetzt massiv betroffen. Aber wir wollen jetzt eben diese Weihnachtszeit nutzen bis in den Januar hinein, wo wir Ferien haben, wo wir überwiegend auch Betriebsurlaub haben, um noch die restlichen Risiken zu minimieren, damit die Wirtschaft insgesamt nicht getroffen wird und wir nicht den Weg gehen müssen, wie es viele andere europäische Länder in den letzten Monaten getan haben und außereuropäische Länder, dass dann auch die breite industrielle Produktion, dass das produzierende Gewerbe in breiter Front getroffen wird. Das hoffen wir mit diesen Maßnahmen vermeiden zu können. Und wir hoffen natürlich, viele Menschenleben jetzt retten zu können, indem die Kontakte runtergefahren werden, die betroffenen Branchen entschädigt werden und wir dieses Weihnachtsfest, Silvester, Neujahr jetzt heuer natürlich anders feiern müssen wie in den letzten Jahren, aber eben mit der großen Hoffnung verbunden damit, den Weg zu weisen, dass es im neuen Jahr ja wieder besser weitergeht und dass wir als Lohn für diese Einschränkungen dann im neuen Jahr möglichst bald möglichst viele Dinge wieder öffnen können. Der Ministerpräsident hat es richtig gesagt, wir können nichts versprechen, aber wir streben es an. Wir streben es an, eben im Januar wieder Bereiche in die Normalität zu überführen, die jetzt geschlossen worden sind oder schon geschlossen waren. Deshalb diese Maßnahmen, die wir mittragen müssen, weil uns die Infektionszahlen und die gesamte politische Lage keine andere Wahl lässt.